Willkommen zurück zum Fenster Sackgasse. Und in diesem Video befinden wir uns scheinbar wirklich in einer Sackgasse, denn wir haben es mit einer quadratischen Gleichung zu tun, die wir scheinbar nicht lösen können. Oder zumindest mit dem, was wir bis jetzt wissen, noch nicht lösen können. Und die quadratische Gleichung, um die es geht, ist hier x zum Quadrat plus 2 mal x minus 15 ist gleich 0. Aber denken wir zunächst nochmal schnell zurück, welche quadratische Gleichung oder Gleichungen wir denn schon lösen können. Und hierfür haben wir mal grundsätzlich zwei Fälle kennengelernt, nämlich den Fall, dass bei der quadratischen Gleichung der Koeffizient b gleich 0 ist, oder hier drüben der zweite Fall, dass bei der quadratischen Gleichung der Koeffizient c gleich 0 ist. Überlegen wir uns nochmal kurz, wie wir bei den einzelnen Fällen vorgegangen sind. Hier, wenn b gleich 0 ist, konnten wir die quadratische Gleichung in einer Form hinschreiben, a mal x hoch 2 plus c ist gleich 0, und dann mit dem Umformen beginnen. Das heißt, wir rechnen minus c, dividieren dann durch a und landen somit bei dem Ausdruck x hoch 2 ist gleich minus c durch a. Und nun können wir die Wurzel ziehen und müssen dann zwei getrennte Gleichungen hinschreiben, denn hier, dadurch, dass das x quadriert wurde, wissen wir nicht, ob das x vorher positiv oder negativ war. Also es ist für beide Fälle, kann die Gleichung erfüllt sein. Das heißt, wir schreiben die Gleichung x ist gleich minus Wurzel aus minus c durch a oder x ist gleich Wurzel aus minus c durch a. Und mit dieser Methode konnten wir die quadratische Gleichung lösen, wenn b gleich 0 ist. Schauen wir nun hier rüber. Hier haben wir den Fall, dass der Koeffizient c gleich 0 ist. Und was wir dann zunächst tun konnten, ist die Gleichung in der Form a mal x hoch 2 plus b mal x ist gleich 0 hinzuschreiben. Und hier kann man nun das x herausheben und wir landen bei x mal, Klammer auf, a mal x plus b, Klammer zu, ist gleich 0. Und wenn wir so weit gekommen sind, dann können wir den sogenannten Produkt-Null-Satz anwenden. Das heißt, ein Produkt ergibt dann insgesamt 0, wenn entweder der erste Faktor oder der zweite Faktor gleich 0 ist. Und somit bekommen wir wieder zwei Gleichungen, nämlich der erste Faktor, also das x ist 0, oder der zweite Faktor, der hier in der Klammer steht, also das a mal x plus b ist gleich 0. Nun haben wir aber hier eine quadratische Gleichung, bei der weder das b noch das c 0 ist. Also das heißt, alle unsere Koeffizienten sind ungleich 0. Und nun wollen wir probieren, die Gleichung mit den beiden Methoden zu lösen. Das heißt, wir versuchen zuerst die erste Methode und dann die zweite Methode. Die erste Methode wurde hier in der ersten Zeile oben versucht. Jetzt habe ich hier in das x reingeschrieben, das nochmal schnell weg. Wurde hier in der ersten Zeile hier oben versucht. Das heißt, was hier gemacht worden ist, ist genau gleich. Es wurde zuerst versucht, das x zum Quadrat auf eine Seite zu bringen und dann hat man sozusagen die Wurzel gezogen und erhält damit x ist gleich plus minus Wurzel aus minus 2 mal x plus 15. Aber hier kommen wir jetzt nicht weiter, denn wir haben zwar auf der linken Seite das x alleine stehen, aber hier auf der rechten Seite in der Wurzel ist auch nochmal ein x drin. Das heißt, wie sollen wir hier weiter vorgehen? Und in der zweiten Zeile wurde die zweite Methode versucht. Das heißt, hier hat man versucht, das x herauszuheben, was auch soweit gelungen ist, und man landet damit bei dem Ausdruck x mal, Klammer auf, x plus 2, Klammer zu, ist gleich 15. Aber hier können wir jetzt den Produkt-Null-Satz nicht anwenden, da wir auf der rechten Seite nicht 0 stehen haben. Also wir haben ein Produkt, das 15 ergibt, aber wenn bei einem Produkt 15 rauskommen soll, kann man noch nichts über die einzelnen Faktoren sagen. Das heißt, wir sind scheinbar in einer Sackgasse gelandet und mit dem, was wir bis jetzt gelernt haben, können wir diese quadratische Gleichung leider nicht lösen. Wenn dich aber interessiert, was wir hier machen können, dann schau dir das nächste Video an. Dort wirst du lernen, wie wir diese Gleichung lösen können.